Es ist gerade mal gut, dass du wieder da bist, Abdul Kemal. Hör mal zu, was gerade passiert ist. Du wirst lachen. Wir haben verloren. Damit ist das Raschen total gut, weil die ist ein bisschen rosa, pink. Da kann man viel schneller laufen. Das wissen die meisten ja gar nicht. Deswegen kann ich mit dem Knife auch so schnell laufen, weil das gelb ist. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Hallo, Team. Alga Big Long. Willkommen zum heutigen Matchmaking. Eure Reaktion gestern war wirklich der Hammer. Es war, würde ich sagen, durch die Bank weg positiv. Es war zwar immer mal wieder noch so ein kleiner Beigeschmack von wegen, ja gut, aber nichts wirklich Tragisches. Im Kern habt ihr mir zugestimmt und das hat mich auch sehr gefreut. Ich denke auch, dass ich da eh ziemlich, ist unter mir. Wer macht denn sowas, bitteschön? Dass ich ziemlich chillig an die Sache rangegangen bin und, oh, Inhuman Collections! Dass ich vor allem sehr diplomatisch daran gegangen bin, gerade weil ich ja auch weiß, Internet und so, da muss man ja grundsätzlich aufpassen. Deswegen ging das Video übrigens auch so lange, weil man sich bei solchen Vorträgen ja auch oftmals absichern muss. Wenn du nicht alles im Detail sagst, aber denk dran, ich meine das so oder so, dann wirst du zerrissen. Weil viele Leute auch gar nicht für sich selbst so richtig nachdenken. Sie haben nur ihre Meinung im Kopf und fühlen sich vielleicht angegriffen durch etwas, was noch gar nicht ausgeführt ist und schreiben schon. Deswegen habe ich öfter diverse Sachen wiederholt. Es gibt einen sehr wichtigen Nachtrag, den ich hier auf jeden Fall, at least two in front of belong, drop this open. Warum ist denn kein Drop? Wisst ihr, ich will jetzt nicht einfach von Dropback gepimmelt werden. Nice. Bomb ist mit. You can rotate now. Long one. He's tagged on mid. Nice. Ja, ich habe den Kill gemacht und sag nice. Gut gemacht, ich weiß. Ich dachte, er hätte ihn gekillt. Ich habe eine AWP schießen gehört und dachte, oh nice. War das eine AWP? Wir sind in der zweiten Runde. Ich wusste es! Oh, Intuition! Das ist diese Explosion! Die ist so geil, Alter. Guckt euch diese Wumme an, Alter. Da wird man direkt ein bisschen zappelig in der Haus. Und zwar ein sehr wichtiger Nachtrag. Ihr könnt, und das habe ich Kacknase nicht gewusst, was peinlich ist, im Nachhinein reporten. Zwar nicht über dieses Standard-Report-Menü, aber trotzdem könnt ihr im Nachhinein reporten. Wisst ihr, was das für euch heißt? Ihr könnt die Spiele komplett... Was? Ich bin an der scheiß Ecke hängen geblieben. Ich wollte auf die verkackte Treppe. Oh, nice, Boys. Haben sie noch schön geholt. Ihr könnt also extrem genüsslich spielen. Und falls ihr doch irgendwie diesen Verdacht habt, ha, vielleicht cheatet er doch. Er ist einmal zu oft durch die Wand geflogen gekommen. Dann könnt ihr... Achtung. Ha! Ah! Meins! I need help, Meins! I need help! Belong to. Einer ist so low HP. Ne, half HP. One half HP. Hä? Ich hab ihn doch voll gebumst. Naja, ihr spielt ganz genüsslich. Schreibt euch den Namen auf, wenn ihr es unbedingt machen wollt. Und dann guckt ihr euch später, sobald ihr fertig gespielt habt, also ihr mit gutem Gefühl aus dem Spiel rausgegangen seid, ihr das Team nicht abgefuckt habt, ihr euch selbst nicht abgefuckt habt, dann geht ihr raus und guckt euch die Demo an. Ihr müsst einfach nur in CSGO oben auf Watch gehen und dann My Games und dann könnt ihr das letzte Spiel oder die letzten Spiele herunterladen. Und dann habt ihr auch diesen Vorteil, dass ihr eben doch sehen könnt, was der Gegner macht. Ob er cheatet oder nicht, ihr könnt es zumindest besser sehen, wie wenn ihr es einfach nur im Game seht. Also es konnte mir, denke ich, jeder zustimmen, dass man nie sagen kann, dass jemand zu 100% cheatet. Bomb down, belong. Also zumindest nicht aus eurer eigenen Sicht. Das ist oh fuck. Oh, easy. Au. Es ist sehr schwierig, weil man es ja nicht sehen kann, wenn man so rumspielt selbst. Aber wenn ihr die Demo anguckt, ja? Oh! Dem habe ich direkt einen Header gegeben, Alter. Oh, ich bin gerade on Fleek. Der kommt. Ich rette dich, Tupac! Achso, Tupac ist der Gegner, warte mal. Und dann könnt ihr ihn reporten. Dann geht ihr einfach auch hier, also in der Demo könnt ihr auch in dieses Menü reingehen, Report, und dann kommt aber nicht dieses Menü, sondern ihr kommt zu einem Steam-Profil-Report. Da könnt ihr dann auch einfach auf Cheater drücken und dann sogar schreiben, was ihr glaubt, was er hatte. Also was er gemacht hat. Ihr könnt es umschreiben in einem kleinen Text und dann abschicken. Und wenn man davon zu viele Reports sammelt, wird man natürlich auch gebumst, ne? Zack, zack. Ja, flasht mich doch. Speedway One, nice. Keiner guckt Drop, what the fuck? Oh! Oh, da, danke, Mate. Nein! Oh, ein Sprung! Is he? I don't know. I'm low HP. I'm going chicken now. Leute, habt ihr diesen krassen Sprung hier gesehen mit der AWP? Alter, ich hab heute wieder meine Wahlhexe angemacht. Stone now. Fuck. Nice. Leute, das läuft gerade gut, ne? Hört sich voll süß an. Ja. Es ist also praktisch die Nonplusultra-Edition meiner Vorschläge von gestern. Ihr könnt komplett auf diese Cheater jetzt oder nicht Geschichte scheißen im Spiel und im Nachhinein nachgucken, wenn ihr dann noch Bock habt. Und das ist meistens dann wohl auch der Indikator dafür, ob ihr euch überhaupt sicher genug seid, dass jemand cheatet. Wenn ihr danach noch Bock habt, euch die Demo anzugucken, dann ist es, dann meint ihr es wohl sehr ernst. Also es ist wirklich ein extrem geiler Ratschlag. Kam übrigens von Jens Uwe. Jens Uwe, vielen Dank dafür. Alter, auf Long kann noch was kommen, mein Freund. Was war das? Ich wollte nicht so langsam schießen. Ich habe meinen Finger ganz oben an der Maus gehabt und ich konnte einfach nicht runterdrücken. Die Frage ist halt jetzt, was der für Wumm hat. Ah, nice, nice. Übrigens, Leute, wieder Solo-Queue. Wieder schön Trust. Und wieder einfach noch fucking nice. Aber, und dazu gibt es auch noch einen extrem wichtigen Kommentar zu diesem Trust
Kram. Viele haben gesagt, ich habe gespielt und das ist scheiße. Also sowas braucht schon seine Zeit. Nur weil das bei mir so gut geht, ich denke halt, dass ich extrem pervers krass eingerankt bin, weil bei mir halt Spielzeit da ist, tausend Spiele da sind, ultra viele Freunde, sau viele Gruppen, Steam-Aktivitäten. Mein Account ist schon uralt. Ich glaube, ich habe da wirklich ganz gute Karten. Aber sowas kann noch kommen. Beziehungsweise die Verschlechterung bei denen, wo es sich... One drop it, I think. Flash, yeah. Let it down. Also wenn keiner Drop geht, Leute, dann müsst ihr das ansagen. Oh mein Gott, was war denn das für eine abnormale... Oh, das war nicht schlecht. Das muss ich erst errechnen und aufbauen. Wir starten zwar alle mit einem gewissen Trust-Faktor. Wow. Aber der Trust-Faktor kann sich ja erst mit der Zeit aufbauen. Und wahrscheinlich müssen diverse Sachen auch erstmal berechnet werden. Ich denke, dass es viele Leute gab, bei denen es bereits berechnet war, als es anfing, weil... Schade. Ist es nur noch einer? Naja. Weil natürlich Testpersonen ausgewählt wurden, bei denen das schon ertestet wurde. Sowas muss natürlich getestet werden. Aber sonst, so auf die breite Masse gesehen, muss ich das erstmal entwickeln. Diese ganzen Cheater und Griefer bekommen jetzt da... Thanks. Langsam erst ihren Trust-Faktor gefickt, dadurch, dass sie so scheiße sind. Und alle anderen heben sich langsam ab. Das heißt, es dauert, ich kann keine Zeit sagen, ich schätze jetzt mal einfach ein Jahr oder so, bis es wirklich geil funktioniert. Ich will sogar gar nicht sagen, dass es in einem Jahr an einem Stand ist, der nicht mehr zu toppen ist, sondern es wird sich durchgehend verbessern. Gute Leute, die es verdient haben, also nicht ich, one is low HP on Belong, die bekommen einen immer höheren Trust-Faktor und alle anderen Kacklurche einen niedrigeren. Und das heißt, du... Q ist dann nur noch mit guten Leuten, also mit denen, die auch einen hohen Trust-Faktor haben. Was übrigens dann auch sehr wohl sein kann, dass man dann auch gegen Leute spielt, die wirklich ganz gut sind. Ne? Man spielt praktisch auch gegen mitunter sogar Tryharder und so weiter. Also nur, um das nochmal erwähnt zu haben. Es wurde nämlich schon gesagt, bei mir funktioniert der Trust-Faktor nicht, weil ich werde nur abgezogen in den Spielen. Also diese Konstante, die man hat bei 5 verlorenen Spielen, ist man selbst. Also man selbst könnte wohl der Grund sein, warum man dann dauernd verliert. Das ist zumindest eine der Konstanten. Klar kann man auch einfach Teampech haben und so weiter und so fort. Aber wenn jemand explizit sagt, ich werde zerrissen, also ich als Spieler, dann ist man vielleicht einfach nicht gut, also nicht mehr gut. Wurde vielleicht mal geboostet auf den Rank oder hat Glück gehabt, ist da hingekommen. Oder hat halt einfach beim Spiel Pech und hat die Ultra-Tryharder als Gegner. Es ist übrigens auch wieder nice, so zu euch zu sprechen, also mit Facecam. Ich wollte es gestern in dem Video eigentlich auch schon machen, aber dann ist mir eingefallen, warte, ich habe für die Facecam gerade kein Programm, um meine Fratze einfach so aufzunehmen. Ich muss ja wieder ein Programm runterladen für diese bescheuerte Cam, dass ich einfach mein Gesicht aufnehmen und dann einfügen kann. Das ist wichtig! Bomb. Bomb drop. One is low HP. Alter, wie ich ihn noch gedrückt habe. Also im Moment werde ich gerade eklig überpusht, aber ich muss sagen, ich bin mit meinem Aiming gerade sehr zufrieden. Das ist nicht oft so, dass ich damit zufrieden bin. Ihr seht es ja in den Livestreams, ich bin sehr oft unzufrieden. Fickt ihr mich gerade durch? Wer geht ihr durch den Molly? Phoenix, das kann nicht sein, ich habe einen Assist bekommen. Kann es sein, dass man die Damage, die von einem Molly dann weiter hinzugefügt werden, nicht sieht? Schon wieder unlucky, aber warum gucke ich auch nach rechts? Game Sense gleich 0 gerade eben. Okay, let's go. I've got the fuse. Ah! Oh! Ja! Das muss jetzt. Bomb mit. With up. Das muss jetzt einfach sein. Bin so genudelt. Okay. Fuck! Ich wollte die AK haben. Hätte ich die AK nicht versucht zu... Die standen da, man hat sie voll gesehen und er... 4B and 1A, okay. A for retake. Okay, wenn ihr nicht wollt. Nicht der Scheiße. Nicht der sehr Scheiße. Ah! Ach, Leute, geht doch nicht aus Drop raus. Ich hasse es, wenn die Leute Drop verlassen und dann nichts sagen. Dann stehe ich da wie so ein Arschloch. Und werd einfach von hinten genudelt, von vorne genudelt, richtig schön gesandwiched. I can go drop for this round. Ah! Oh, another one drop. Ah! Oh, one smoke on A. One. Okay, wir brauchen noch eine Runde. Mann, ich habe 2 Leute genudelt. Wie kann das passieren, dass wir jetzt gefickt werden? Hallo? Vielleicht ist Drop einfach mein Platz. Nice. Always P90. Ja, ich stehe ja auch im Ding drauf. Are you mad? Are you mad? Genau. Okay, 6-9 ist eigentlich locker zu holen als T, oder? Okay. Incoming. Ja, ich habe noch kurz Kill gemacht. Juan mit. I can stay in the room. Balcony is coming. Ach, scheiße. Er stand da. Ich hab's kurz nicht glauben können, dass er da steht und wartet. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, dass wir die Runde abgegeben haben. Das sah wirklich gut aus. Aber merkt ihr, das ist einfach das Geile. Das sind normale Leute. Keine Backfische, die dann sagen, no time, dude. Sondern einfach rational denkende Menschen, die einfach liefen. Die einfach wieder kommen. Celebrate the champs, come on. Es ist gerade mal gut, dass du wieder da bist, Abdul Kemal. Hör mal zu, was gerade passiert ist. Du wirst lachen. Wir haben verloren.
Wegen dir. Ich habe nämlich Neuroid am Start. Damit ist das Raschen total gut, weil die ist ein bisschen rosa, pink. Da kann man viel schneller laufen. Das wissen die meisten ja gar nicht. Deswegen kann ich mit dem Knife auch so schnell laufen, weil das gelb ist. Oh, fuck, I'm so fucking smoked. Okay, he's connected. Let him come, let him come. Nice. Maybe now a rush? Okay, let's go, let's go. Long one. Ich habe nicht geguckt. Ich habe einfach nicht geguckt. A is clear. I can plant. Hat er gerade dem Kollegen einen Headshot gegeben? Ja. Weil er offen steht. Abdul, was machst du? Abdul Klappstuhl. Immerhin hat er den einen noch genannt. Okay. 2 gegen 1. Locker. Sehr schön. Nice Teamplay. Gut, man muss auch mal loben. Du musst die Leute auch loben. Und nicht so wie Abdul sein und irgendeine Fantasiesprache sprechen. Let's play slow now, maybe. Go for first kill. Ich bin halt so ein Taktiker, weißt du? Ich bin doch. Oh, Gisela, komm doch mit. Gisela, was machst du denn hier? Mitte kommt bestimmt. Gepusht! Oder auch nicht. Okay, let's go B fast. I'm coming. I got the bomb. Jungs, dass ihr den übersehen habt, also wirklich. Wie ich mich gerade angehört habe, wie so eine Mutter. Bist du jetzt wieder im Matsch? Ja, also wirklich. Jonathan, Luas, Leon, mach dich bitte wieder sauber. Mann, Mann, Mann. Man guckt jetzt nicht grundsätzlich hin, aber gerade wenn man draufkommt und es ist scheinbar gar nichts los, dann gucke ich immer in diese verkackte Ecke. Grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob ich Drop gucken soll. Bei Drop gelingt es mir in 20% der Fälle, dass ich einen Headshot mache. Aber in 80% der Fälle bekomme ich den Headshot. He's down. One on spot. Molly, Molly. He's down. Please watch Chicken for a second. Guckt er auch long, der Dödel. Purple. Mir kommt es in solchen Momenten immer so vor, als würde ich dahin müssen, um das zu machen. Also um das richtig zu machen. Das ist ganz schön eingebildet. Wenn ich mir das jetzt so selbst einfach vorsage, ist es ganz schön eingebildet. Aber es ist halt einfach so, ne? Es ist halt einfach so. Oh, die kicken jemanden? Okay. Wen kicken die? Natürlich den letzten. Was ist das für ein Bastardverhalten? Aber vielleicht ist auch, also im Chat scheiße. Vielleicht beleidigt er sie die ganze Zeit. Das wäre natürlich kacke. Pusht nicht, es klappt doch gerade so gut. Ich hab schon wieder verworfen. Oh, das ist nur irgend so ein Ding gewesen. Komm mit, please. One is on spot, I need help. Down. He's here, on spot. He's on spot, fuck. Ich hab grad einfach die verkackte Granate nicht schmeißen können. Es ging nicht. He's on spot. Nice. Alter, wie gut die zwei stehen. Wahnsinn. Das ist echt ein Team. Die nehmen den schönes Kreuz. So muss man es machen. Nicht beide nach hinten, dass er nach vorne guckt und beide sieht, sondern einer steht den Drop und der andere in seiner Mutter oder so. Super. Ein vorzügliches Spiel. Oh, Achtung, er geht jetzt in den Drop. Mal gucken, ob ich ihm da helfen kann. Er flasht sich selbst. Wie die Diegel zieht so. Ah. Eine Plant. Das war sowas von nicht geplant, dass ich den treffe. Wie war das bitte schön von ihm geplant, dass er mich so eklig trifft? Maybe. Watch long? He's long. Ich sag's noch. Ich sag's ihm noch. Ich weiß nicht, wie man long offen lassen kann. B long ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Man denkt sich als CT grundsätzlich auf dieser Map, wenn B gelegt wird und man der Einzige zum Beispiel auf ist, der auf A war, dann geht man auf jeden Fall über Mitte auf Armory und so weiter. Und dann durch Armory durch und dann auf B. Um von hinten zu kommen. Und wenn man da nicht guckt, das finde ich immer schwierig. Genauso wie Chicken. Wenn du on-spot gehst auf B, immer Fokus auf Chicken. Ich wurde schon so oft beim Legen aus Chicken geholt, weil sich da einer versteckt hat. Das ist räudig. Ah, fuck, ich weiß nicht, wo wir sollen. Wir haben schon einen verloren. Oh, was da? Das ist raffiniert. Das gibt schon mal 5 Punkte für Gryffindor, auf jeden Fall. On the Speedway. Nice. Still Speedway one. Fuck, der holt mich durch die Scheißkiste. Oh Mann, jetzt drücken sie uns hier echt noch weg, ne? Ich bräuchte echt langsam mal wieder einen Win, sonst wird das gar nichts mehr mit dem LE. Und das Connector. Two Balcony. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Go, 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 Green. We need to do this fast, Green. Wir müssen es fast schaffen, Green. Wo ist der letzte? Oh Gott. Ich hab den nachladen. Nice. Sehr wichtige Runde. Unglaublich wichtige Runde. Oh. Ich bin, egal wie das Spiel ausläuft, wirklich sehr zufrieden. Abdullah ist zwar ein bisschen abfuckend, aber hey. Hey. Punktetechnisch bin ich wirklich ganz gut ausgestattet, ne? Schade. Die zeigen sich nicht. Die haben die Hosen gestrichen voll. Okay, nice drop. Let's go B. Nice, 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 nice. Go, go, go. Watch behind. Belong. Leute, da kommen doch jetzt wieder alle, die noch übrig sind. Nee, doch nicht. Okay. Es ist schön, dass man echt Mates hat, die fast gar nicht pieken dann in so einem Fall. Ist echt angenehm. Aber Grün, lang sollst du schon ein bisschen gucken. Ja, da kommt nämlich einer. Nice. 14-14, meine Damen und Herren. Keiner weiß, wo... Okay. Slowly, wir rennen direkt los. Wir hüpfen wie so Gummibärchen. Oh, dann wurde der Nächste gefickt. Warum geht Abdullah dahin, wenn wir doch A sagen? Can you smoke balcony, maybe? Ach, ja, smoke lieber die Doors. Nice, sorry. Ja, he's still mit. Oh, my fuck.
Nice try. Scheiße! Warum habe ich die verkackte Nate geworfen? Das war meine Schuld, dass wir jetzt verloren haben, weil ich die Nate werfen musste, wie so ein Eierkopf. Wir hätten jetzt schon den Draw eigentlich. Fuck, das geht jetzt echt so ein bisschen auf meine Kappe hier. Und was glaubt ihr, was die jetzt für ein Selbstbewusstsein haben, die Runde? Am Molly's Connector? Halt. On spot one. On Balcony. Ich fass es nicht. Der Kacknasenkönig wird das garantiert nicht hinbekommen. Naja, immerhin habe ich ultra die Punkte eingefahren. Wir schauen mal, ob es jetzt trotzdem ein Downrank wird. Das wäre echt bitter. Aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Loses angesammelt. Oh, aber guck mal, wie viele Adler wir waren. Ja, wir waren das bevorzugte Team und ich bin trotzdem nicht gedownrankt. Oh! Aber ich denke, jetzt stehe ich wirklich vorm Downrank. Wenn jetzt noch ein Los kommt, bin ich weg. Nochmal vielen Dank übrigens gestern für die ganzen geilen Skins. Ich habe hier nur das eine Knife im Moment. Das andere ist noch Rüben. Auf meinem anderen Account. Giveaways incoming. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.